Willkommen bei einer neuen Folge vom Young Refugees TV. Wir haben heute wieder einige interessante Themen für euch. Jugendliche stellen sich vor. Eine Umfrage über die Sicherheit an Haltestellen. Und zwei Mädchen reden über ihre Zeit in einem Sprachkurs. Jugendliche, die neu in Deutschland sind, stellen sich vor. Hallo meine guten Damen und Herren, ich bin Imad Mohammed, ich komme aus Syrien. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland, ich mache gerne jetzt Abitur und ich wollte gerne in Zukunft Medizin studieren. Ich bin Yashuk Halt Elias, ich komme aus dem Irak. Das ist schon 2 Jahre, ich bin in Deutschland und in Deutschland, ich mag Deutschland und schönes Land und vielen Dank. Ich heiße Hanna, ich wohne seit 25 Jahren in Deutschland, ich wohne in Bielefeld. Ich helfe ab und zu mit Flüchtlingen und dann organisieren wir Feste und Feiern. Ich bin Mohammed, ich bin 1 Jahr und 4 Monate in Deutschland. Ich möchte Praktikum machen, ich habe Berufsschule, ich möchte Mechanik-Auto machen. Ich bin Azad Mohammed, ich bin 23 Jahre alt, ich bin studiert in Deutschland. Ich bin Khaled aus Syrien, umri 25 Jahre alt, ich wohne in Almania. Ich bin Markus, ich bin 41 Jahre alt, unterstütze Geflüchtete beim Deutscherlernen. Und weil ich denke, dass die Sprache unglaublich wichtig ist, um Integration zu erfahren, genieße natürlich so ein Fest, auch die kulinarischen Besonderheiten hier. Da erste Mal mit Reis und da drinnen tun Fleisch rein, Hackfleisch, aber wirklich das ist sehr, sehr lecker. Kugeln so, das heißt Kube, ich mag Kube. Wenn ich Kube esse, dann erinnere mich meine Mutter. Danke. Junge Erwachsene machen eine Umfrage über die Sicherheit an Haltestellen. Wie sicher fühlen Sie sich in Bus und Bahn? Ich fühle mich eigentlich ziemlich sicher, ich habe da keine Probleme. Nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Warum? Ich habe eine Krankheit und ja, man fühlt sich da manchmal nicht so gut behandelt auch, ne? Relativ sicher. Warum? Warum soll ich mich unsicher fühlen? Wie sicher fühlen Sie sich an Ihren Bushaltestelle? Da ist manchmal ein bisschen spooky, will ich sagen. Ja, da sind so komische Personen hin und wieder. Aber an sich, ich habe da auch nicht wirklich Schwierigkeiten. Also abends ist man schon ein bisschen skeptischer in die Uhrzeit. Ja, man weiß nie, was da für Menschen rumlaufen. Ne? Ja, gleiche Antwort. Warum soll ich mich da unsicher fühlen? Was könnte die Sicherheit noch steigern? Mehr Security auf jeden Fall. In der Bus mehr Sicherheit auch, mehr Kameras. Das ist ganz wichtig, finde ich. Wie würde man das steigern? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht einfach, wenn die Plätze etwas schöner aussehen. Wenn du gehst zu einer Bushaltestelle und siehst, du ist kaputt, dann fragst du dich sofort, was ist da los? In der Gegend, ja, fühlst dich direkt etwas unwohl. Zwei Mädchen reden über ihre Zeit in einem Sprachkurs. Hallo Jana. Hallo Patricia, wie geht es dir? Ein bisschen müde, sonst. Hättest du Lust, spazieren zu gehen? Ja, sehr gerne. Wir haben schon 900 Stunden im Sprachkurs gehabt. Erinnerst du dich, wie schwer das war? Ja. Für jeden Montag. Ja, ich erinnere mich, Sakis hat immer im Unterricht geschlafen, weil er in der Wochenende gearbeitet hatte. Ist schon leer? Wer macht das voll? Keine Ahnung, vielleicht du? Ich habe jetzt Feierabend. Okay. Warum schläfst du immer? Ja, sorry. Immer. Was ist los? Erinnerst du dich, wie mit Aysun in der Pause war? Sie hat viele Süßigkeiten gegessen. Und jetzt? Seit sie schwanger geworden ist, isst sie nur Obst und Gemüse. Wirklich?
Willst du ein Pilzchen? Nein, danke. Ich möchte nicht. Willst du essen? Nein, danke, Mohammed. Warum denn? Weil ich schwanger bin. Ich muss gesund essen. Und wie ist das jetzt mit Milad und Angelika? Ist sie immer noch wie eine Lehrerin für ihn? Ach ja, sie muss ihn immer noch erklären. Bishur, guck mal. Ich von großen Buchstaben. Schule, eine L. Große Nomen. Zur Schule. Weil die Schule und dann die ist der zur Schule. Komm mal, weil bin ich krank. Punkt. Krank von kleinen Buchstaben. Warum kannst du das noch nicht kennen? Hallo? Vom A1 wir machen, vom großen Buchstaben wir fängt an. Ein Satz. Mit weil ich habe gut geschrieben. Hoffentlich werden wir die B1 Prüfung bestehen. Mit Sicherheit, wir haben sehr viel gelernt. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Und bis morgen. Bis morgen. Weißt du, die Prüfung wird kommen, aber viele Sachen weiß ich auch nicht. Ich habe viele Probleme über Lesen und Schreiben. Also, ich habe am Wochenende Zeit, wenn du willst, wir können zusammen lernen. Wir können Brief schreiben und etwas lesen. Oh, das ist gut. Ja. Ja, ich habe auch ein Problem mit 3-3 mündliche Prüfung. Ach so, ja. Da können wir auch üben. Ja. Also, bis Samstag. Bis Samstag. Ja. Jetzt. Hey, jetzt. Hi. Was macht ihr da? Wir merken, ich helfen. Ja. Ja, wir wissen das. Kai hat etwas Problem, ist die Prüfung. Ja, echt? Ja, echt. Er hat Angst. Ich bin sehr traurig vor das. So. Oh, mach dir keine Sorge, wir schaffen das alle. Ja! Ja, okay. Das war eine weitere Folge von Young Refugees TV. Ihr könnt uns auf Facebook unter besonderer Alltag oder unter besonderer-alltag.de finden. Auf Wiedersehen!